Ja, Mäuse, die Vereine haben sich dazu entschieden, doch recht überraschend, dass die Saison weitergeht. Wie ist das jetzt für dich als Spieler? Ja, irgendwo ist man Fußballer geworden, dass man dann auch Wettbewerbsspiele machen kann. Also schon ein bisschen Freude auch. Wie du schon gesagt hast, überraschend ein bisschen, dass es auf einmal so schnell geht. Und einen Tag vorher heißt es noch, puh, es ist noch nicht ganz sicher und so weiter. Und ja, also ja, im Endeffekt überwiegt dann, glaube ich, schon die Freude, dass man wieder kicken kann. Ja. Ihr habt jetzt die erste Einheit in einer Kleingruppe hinter euch. Ich habe gerade davor gehört, die Testungen sind alle negativ, was ja dann bedeutet, dass nachher in zwei Tagen spätestens nachher das Mannschaftstraining richtig steigen kann. Ist eine Erleichterung, oder? Ja, auf alle Fälle. Es ist zwar jetzt am Anfang vielleicht nicht gut, dass wir noch in Kleingruppen sind, weil es war jetzt doch eine lange Pause, ohne Ball auch bei den meisten. Und ja, es ist natürlich die Freude jetzt einfach riesig, dass man überhaupt einmal wieder am Platz sein darf und dass man wieder was mit den Mannschaftskollegen unternehmen kann und machen kann. Und dann natürlich, wenn dann das erste Mannschaftstraining kommt, dann wird uns der Spaß vielleicht eh vergehen, was schon ein bisschen zu anstrengend ist. Wie war es jetzt das erste Mal wieder den Ball hin und her kicken mit den Jungs? Ja, ich habe gesagt, das erste Mal wieder rutschen ist glaube ich, auf meiner To-Do-List heute gestanden, das habe ich umgesetzt. Und ja, alles andere. Einfach froh, dass wir wieder am Platz stehen können, dass jetzt wieder gearbeitet wird. Weil, wie gesagt, die zwei Monate waren jetzt schon auch hart. Und wie hast du die umgebracht? Die zwei Monate? Ja. Ja, natürlich. Wir haben Trainingspläne gekriegt, zu Genüge. Da ich natürlich die meisten drauf abgearbeitet. Und ja, natürlich selber auch. Also, wandern war ich einmal mit der Familie zu viel und dann unternommen, weil mit der, also in der Steiermark jetzt auch die zwei Monate dann doch ausgenutzt auch. Aber ja. Jetzt überwiegt trotzdem die Freude, dass ich wieder in Tirol bin, dass es wieder losgeht. Warum jetzt ausgerechnet mit dir anfangen nach der Corona-Unterbrechung im ersten Interview ist, weil du hast ja auch eine ganz persönliche Entscheidung getroffen, du hast den Vertrag beim FC Wacker Innsbruck verlängert. Was war dein ausschlaggebend dafür? Erstens einmal der Blick in die Zukunft vom Verein auf alle Fälle. Da wird es wieder was aufgebaut werden auf längere Dauer. Ich muss ehrlich sagen, mir taugt es irrsinnig da. Hätte auch die Möglichkeit gehabt, wieder in die Steiermark zu gehen. Aber es war dann einfach, ja, es ist, die Entscheidung war dann irgendwie am Fußball da, weil ich einfach extrem gern da bin, oder Familie daheim. Und meine Familie ist Gott sei Dank so viel unterwegs, dass ich mich relativ oft da in Innsbruck besuchen. Und dann war die Entscheidung eigentlich gleich mal gefehlt. Und ja, mir taugt es irrsinnig. Die nächsten Jahre ist klar formuliert und ja, da möchte ich auf alle Fälle dabei sein. Es hat eine weitere Entscheidung gegeben, die für viele Fans sehr überraschend und nicht wirklich nachvollziehbar gewesen ist. Der Trainer wird ausgetauscht am Ende der Saison. Wann hat denn das die Mannschaft erfragt und wie habt ihr das aufgenommen? Es ist halt die Möglichkeit war jetzt auch nicht gegeben, dass wir uns alle treffen und dass dann das bekannt geben wird. Ich glaube aber, der Vorstand hat dann trotzdem das gut gemacht, dass man das via Internet uns und die Gruppen weitergegeben hat. Es war für uns sehr überraschend, muss ich sagen. Also ich kann nur meine persönliche Meinung sagen. Sehr überraschend, habe absolut nicht damit gerechnet gehabt. Aber ja, es gilt die Entscheidung zu akzeptieren, so wie sie getroffen worden ist. Jetzt müssen wir einen Blick in die Zukunft richten. Jetzt machen wir die 8-9 Wochen oder was noch sind, arbeiten wir sehr professionell ab. Ich glaube, das war bis jetzt nie ein Thema und das machen wir jetzt auch weiter so. Und danach schauen wir uns an, wie es mit dem neuen Trainer weitergeht. Wobei ich aber überzeugt bin, dass das auch hinhauen wird. Jetzt stehen 11 Geisterspiele vor euch. Jetzt seid ihr eine Mannschaft, die in der Liga doch zu den Privilegierten gehört, weil ihr doch durchaus gute Fanunterstützung habt. Jetzt hat man das vielleicht in der deutschen Bundesliga schon verfolgen können oder auch damals beim Last gegen Manchester United. Wie traurig das ist eigentlich, wenn dann von außen keine Atmosphäre ist. Ist das schwieriger für euch dann? Es ist jetzt einfach, es gehört eh trotzdem erledigt. Und jetzt in erster Linie geht es einmal wieder endlich am Platz zu stehen. Das ohne Fans ist natürlich hart. Ich habe jetzt Bayern gegen Union gesehen. Ja, puh, ganz eine komische Stimmung auch, auf alle Fälle. Und ich glaube, dass das bei uns nichts anderes wird. Wobei wir vielleicht in der Liga noch einen Vorteil haben, dass hin und wieder sowieso schon Geisterspiele gespielt werden.
Auswärts vor allem. Ja, und jetzt habe ich ein Interview vom Jürgen Klopp gelesen, der hat gesagt, wir haben alle zum Kicken angefangen. Nicht, weil wir da jetzt auch vor tausende Leute spielen wollten, sondern weil wir einfach kicken wollten. Und ja, auf das müssen wir jetzt zurückdenken, wieso wir überhaupt auf Fußballspielen angefangen haben. Und ja, ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt, dass man wieder Fußball spielen kann. Okay, Moritz, ich bedanke mich sehr für das Interview. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, endlich wieder zu kicken und alles Gute. Alles klar.